So, jetzt mal bei Roschnow in Solan unterwegs. Wir sind jetzt am Solan und wandern hier ein bisschen rum. Dotknąłem kolan twych. Eine Amsel. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi. Wiecznie trwać. Und in der Sänge Roschnow. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi. Es regnet, aber wird sicher gleich wieder aufhören. Kurze Husche. Das ist Ziel Nummer 1. So gesehen, denke ich auch. Grenzstein, 4,2 Meter. Da drüben ist dann schon die Slowakei.
Morgen ein kleiner Rundgang an der tschechisch-slowakischen Grenze bei Bubalga heute. Ja, gehen wir ein paar Kilometerchen. Jetzt ein kleiner Lift hier runter und Blick in Richtung Beskiden. Fahren sie im Winter mit den Skiern runter. Ja, wir sind an der berühmten Aussichtsstelle wieder von Matarowska Chata. Überall fette Tannzapfen dran. Makov. Hier eine Bank mit Feuerstelle. Unten steht noch Schneeraub, wo das ist. Wir gehen jetzt zum Turm. Wir gehen zum Turm jetzt. Schöne Grillhütte hier. Hier sind überall so Schilder dran mit den Tieren des Waldes. Ein QR-Code einscannen und sich Informationen holen. So ein Turm im Wald. So, wir sind jetzt oben im Turm. Ich konnte mich sehr überwinden, trotz meiner Höhenangst. Und eine herrliche Aussicht hier raus. Der alte Fuchter. Ja, einmal frei. War alles Training, ne? Schätze. Da ist die Lisa Hora. Hier hat man überall so Tafeln, was genau zu sehen ist. Sehr schöner Ausblick. Welke Jaronik? Eine Hütte auf so einer Bergwiese. Auf meinem kleinen? Auf dem großen auch. Ja, schon müsste die Hohe Tatra sein, ja. Aber da ist heute nicht viel zu sehen. Aber trotzdem schöne Aussicht hier. Und hier könnt ihr mal sehen, wie es drunter geht. Kann man schön durch die Treppen runterschauen. Also ein bisschen schwindelfrei muss man sein. Du hast sie am Hand gelenkt. Ja, ich habe immer die Schlaufe. Sicherheitshalber. Oben schöne Tannzapfen an den Bäumen. Sehr schön. Ja, noch ein bisschen näher. Ja, hier kann man ein bisschen nach unten durchschauen. Also äußerste Vorsicht. Oben ist die Plattform. Ja, hier sieht es so unten rum aus. War doch eine schöne Aussicht da oben. Ach so, 131 Stufen waren es. Hoch auf den Trojatschka. Das ist hier an einer Quelle. Pramen Jatschka Horni.
Kretschmer. Sukienitschka Dorschledna, ich spreche es bestimmt falsch aus. 900, 1 Kilometer. 960 Meter plus 88 war der Turm, sagte Carsten. 131 Stufen, wie gesagt. 131 Stufen. Und hier ist die Rufnummer von der tschechischen Bergwacht. Der Himmel klart wieder auf. Die Regenschauer sind vorbei. Stillhalten kann, seht ihr da hinten den Rahorst, da wo wir unterhalb nächtigen. Und ein bisschen weiter rechts ist Pustevni. Schwenkt das mal ab. Hier nochmal die Lisa Hora. Pustevni, da fährt der Bus, mit dem wir hochgekommen sind. Wunderbares Wetter. Und wir machen jetzt eine Wanderung Richtung Rahorst. Ja, Himmel und Menschen hier. Eine kleine Kapelle. Allerlei Stände hier mit Volkskunst. Hier gibt es so Satzkulturen, da kommen wir gleich hin. Sehr viel Betrieb hier. Es ist Brückentag heute in Tschechien. Die hatten zwei Feiertage hintereinander. Dadurch ist es sehr voll hier. Eine Schnecke. Und hier wird sich bedankt. Wird auch alles Video überwacht hier, dass hier keiner was zerstört. Hier kommt der Lift von Frenstadt hoch. Kann man also auch hochfahren. Blick zurück nach Pustevni, wo die ganzen Hütten sind. Für uns geht es jetzt weiter da hoch. So, nach kurzer Einkehr auf ein Pivo weiter Richtung Rahorst. Ich sehe Lisa Hora. Die Lisa Hora. Hier so eine kleine Kapelle, Aussichtsform am Hang. Hier unten sind wir hochgekommen. Hier ziemlich steil hoch hier. Zerklüftetes Gestein.
Radegast hier, wo das Bier auch den Namen her hat. Hier die Skipiste runter. Hier ist die, was du sagst. Ja, ja, das ist hier, da habe ich mich getäuscht. Vorne. Hier ist er. Hier der Skilift. Ganz hinten da, das könnte die Malafatra sein, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Das sind die Krüppelkiefern. Ja, wir kommen voran, langsam und bedächtig. Nähern wir uns jetzt dem Rahost. Das Gasthaus am Rahost haben wir erreicht. Gleich geht's ins Tal dann wieder. Hier trinken wir noch ein Bierchen. Ziemlich warm heute. Aber wunderbare Sicht. Ein bisschen viele Leute hier. Nee, das ist schon hart. Ja. Ihr wollt in die Sonne sitzen? Oder? Ja, das ist dann, da geht's dir auch. Hey, ja. So, Rahost erreicht. Jetzt erstmal frischet. Ja, die zwei Zangen hat hier. So, hier nochmal das Wirtshaus, wo wir eben waren. Ja, schön. Eine Erfrischung genommen. Wunderbar. Und hier vorne dann der Rahost mit dem Fernsehumsetzer, Telefonie und das ist irgendwas alles. Und die Kapelle ja? Dann noch. Hier nochmal Blick ins Tal. Unten der Schwarzberg. Hier so ein kleines Steintürmchen. So, hier die Kapelle von der anderen Seite. Die Kapelle mal von innen. Jetzt waren wir oben auf der Kapelle auf dem Rahost. Jetzt kommt der Abstieg Richtung Schwarzberg und Roschenhof. Und hier herrliche Bergwiesen. Ja, und so waren die Thüringen auch. Das ist das, wo wir bei Herders Zeuge machen. Da nochmal der Flieger. Naja, gegen die Sonne. Wir sind schon wieder ganz schön an Höhe verloren. Oben sieht man noch den Turm, die Spitze. Saftig grün alles hier, die Natur. Obwohl es relativ wenig geregnet hatte. Naja, wir gehen jetzt immer weiter runter. Wir noch an der Chattamir vorbei. Dort noch mal einen kleinen Pitstop. Und dann heute Abend machen wir einen Grillabend. Da will ich aber nicht viel filmen, weil das ist Privatbereich. Schöner Fahrt hier durch den Wald Richtung Chattamir. Schön kühl hier im Wald, angenehm. Sehr schön. In der Hütte waren wir vorhin. Das Restaurant. Fahrradstraße erreicht. Gleich kommt die Chattamir, die Friedenshütte. Zu Deutsch. 2 Kilometer und da gibt es noch mal eine Erfrischung. Achtung, Radfahrer! Ganz da hinten ist der Turm, wo wir gestern waren. Die Bank wäre ein bisschen schmal. Oh, ist schwer, das stillzuhalten hier. Von Chattamir aus. Hier der Wegweiser zur Chattamir. Kann nicht mehr weit sein. Wunderbares Wetter hier. Und überall dieser Fingerhut. Hier geht auch ein herrlicher Radweg hoch.
Wie aus dem Nichts taucht die Chatamir auf. Die Chatamir ist erreicht. So, ein Räucherofen da hinten. Aber wir grillen ja heute Abend. Die Hütte ist da. Belohnung für den Aufstieg. Und der Carsten war ein bisschen eher da. Der hat ein paar Schnäpse und Biere geholt für uns. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht gut aus. Ja, schön sonnig jetzt, wie gesagt. Und wir haben es nicht mehr allzu weit, denn. Chatamir haben wir hinter uns gelassen. Jetzt noch die paar Kilometer bis nach Horschendorf. Und heute Abend gibt es ein schönes Grillerchen. Grillowatsch. Jetzt möchte ich in die Schlucht runter. Und es kämpfen sich noch einige mit dem Rad hoch. So, mittlerweile sind wir auf 6,46 runter. Und Roschnow, wo wir hin müssen, das ist das oberste. Über 1100, ne? Circa 2. Schöne Abendstimmung jetzt, oder Vorabendstimmung. Sonne schimmert hier durch den Wald. Herrlich! Der Bayer sagt Agurten oder Pfirti. Saupreisen. Jawohl. Überall Reliquien. Da war er weiter unten. War noch ein. Nein. Na gut, mit dem Auto. Da vorne müssen wir noch hin. Hui. Und von da ganz oben noch höher kommen wir her. Ja, die Abendstimmung war etwas gemieden. Gleich geht der Grillabend los. Mit viel Wurst. So, jetzt abends bei Familie Checker nach der Wanderung. Schöner Grillabend mit Musik. Signore Grillowatsch. Und hier sitzen sie alle zusammen. Da landet da wieder der artige Flieger. Aber echt, die tollkühnen Männer. Nee, nee, noch nicht. Er fliegt noch unter der Leitung durch. Herrlich. Singt so schön hier. Die singen wirklich genial, die Mädels. Es ist ein Träumchen.
żyć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówi.